Die Lichtwoche der Stadtwerke Rostock sorgt auch in diesem Jahr wieder für eine leuchtend bunte Innenstadt. Vom 4. bis 9. November können die Besucher dem grauen Herbstalltag entfliehen. Wie Stadtwerke-Vorstand Ute Römer bekannt gab, soll in diesem Jahr mit neuen floralen Installationen auf dem Universitätsplatz eine besondere Feststimmung aufkommen. Und zwar ist der Anlass das Doppeljubiläum, was die Hansestadt Rostock hatte und was jetzt im November mit dem Ende des Jubiläums, ja 600 Jahre Universität Hansestadt Rostock, ausklingen wird. Und das ist unser Geschenk nochmal an die Universität und die Hansestadt Rostock. Drei große, 5 Meter hohe Blumen, die dann auch mit LEDs angestrahlt werden, und 5 größere Skulpturen, die wir auf dem Universitätsplatz platziert haben und die sehr sichtbar Licht und Freude, sag ich mal, auf den Uniplatz bringen werden. Neben den Lichtinszenierungen bietet die Lichtwoche wieder ein vielfältiges Programm für die ganze Familie. Unter anderem wird es eine Fortsetzung von Kunst auf der Treppe im Haus der Stadtwerke geben. Außerdem werden die Musiker der Mitarbeiterband der Stadtwerke, die Klangversorger, als eine der vielen Neuheiten auf der Bühne stehen. Bei all dem lässt der Energieversorger den Umwelt- und Klimaschutz natürlich nicht aus den Augen. Wir achten darauf, dass also praktisch die Leuchtmittel, die wir einsetzen, LEDs sind, dass wir auch bei den Feuershows und bei den anderen Dingen wie die Lasershow, dass dort eben auf Klimaneutralität geachtet wird, soweit das eben möglich ist. Und wir haben beispielsweise auch für den Verkauf des Glühweins einen Becher in diesem Jahr, der wiederverwendbar ist. Das heißt also, der so wie vorgegeben ist, eben nicht weggeschmissen wird, sondern wiederverwendbar. Bis zu 100 Mal haben uns die Experten dort gesagt, der aus recycelbarem Material hergestellt wird und klimaneutral ist. Also wir machen uns auch dort auf dem Weg als, ich sag mal, innovatives Unternehmen, auch hier zu gucken, dass wir den insgesamten Vorgaben auch entsprechend gerecht werden. Wie gewohnt gehen alle Einnahmen aus dem Glühwein- und Kinderpunschverkauf an gemeinnützige Vereine. Neu ist, dass sich sozial, kulturell oder sportlich engagierte Vereine noch bis zum Lichtwoche-Finale am 9. November mit ihrem Projekt um eine Spende bewerben können. Beim beliebten Fotowettbewerb sind wieder Hobbyfotografen gefragt, sich mit dem besten Bild zum Thema Wärme einen der Überraschungspreise zu sichern. An den Finaltagen, Freitag und Samstag, gelingt die Lichtwoche wie üblich mit einer spektakulären Lasershow bzw. einem großen Feuerwerk aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.swrag.de.